Ja, Leute, ich bin der Robert, mich kennt ihr bestimmt. Das ist der Marius Schumann. Hi. Den kennt ihr bestimmt auch schon. Er ist mein Mitautor und unabhängig von der Artikelserie, die wir schreiben, hat er auch sonst schon sehr viele Artikel geschrieben, auch für andere Zeitschriften. Er ist heute oder diese Tage mal zu Besuch gewesen und wir nehmen das jetzt zum Anlass. Morgen ist der 1. Juli und es scheint die neue Ausgabe des Club-Einlauf-Magazins. Da drin ist unsere beschriebene Riff-Aquaristik für Einsteiger-Serie. Der vierte Teil schon. Genau. Nicht? Und geht immer weiter. Richtig, also wir werden in jeder Ausgabe einen neuen Teil da reinpacken und so, dass zu guter Letzt irgendwann für einen Einsteiger ein Weg beschrieben wird, wenn man eigentlich wie man das macht. Genau. Und auf was man aufpassen sollte. Genau. Ja, hier sieht man das Internet, auch da der Punkt Korallenriffmagazin, übrigens auch unter www.korallenriffmagazin.de aufzurufen. Eine neue Website jetzt, genau. Also das müsst ihr euch merken. Richtig, korallenriffmagazin.de. Kriegt ihr natürlich ab morgen dann auch die Ausgabe 17, dann in der PDF-Form. Genau. Genau. Vielen Dank, Marius, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Also Leute, lest das genau. Magazin, diesmal interessante Sachen wieder, wenig hilfreiche Polemik, total toller Beitrag von Dieter Brockmann. Richtig. Übrigens mal eine Sache, die wir auch mit der Koralle zusammen gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Das ist ja genau unser Anspruch. Richtig. Von Aquarianern für Aquarianer. Genau. Ich persönlich bin neben unseren Artikeln natürlich, fand den Chromis-Artikel sehr wichtig, ja. Weil er Chromis viridis immer als Schwarmfisch gehalten wird. Sehr lesenswert, glaube ich, für manche Leute. Viele werden das bestätigen, was da drin steht. Vielen Dank an Stefan Rohnalter in dem Moment. Und ja, ich würde sagen, zeitige Grüße, happy reefing. Genau, wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Gibt uns auch immer mal Rückmeldungen. Davon profitieren wir alle. Wir freuen uns natürlich auch ein bisschen. Das stimmt. Und wenn ihr selber mal was schreiben wollt, dann immer her damit. Genau, wir freuen uns wirklich. Wir müssen uns auch immer jedes Mal motivieren und neue Leute auftun und deswegen gerne, ihr seid herzlich willkommen. Wir helfen euch auch bei der Formulierung, wenn es mal Probleme gibt. Macht's gut. Genau. Bye bye. Ciao.